Komm raus, du Ratte! Komm raus und kämpfe wie ein Mann! Nein, lieber nicht. Hier gefällt es mir viel besser. Du versteckst dich wohl lieber hinter meiner Frau wie ein räudiger Köter. Ich könnte ihr auch einfach die Kehle durchschneiden. Ich habe genug Geiseln und dicke Mauern, die mich beschützen. Bringt ihn her! Ratzig? Was verlangst du, du Schlange? Mal sehen. Eigentlich verlange ich gar nichts von euch. Außer vielleicht, dass ihr alles sterbt. Feuer! Brennt alles nieder! Dort. Geht es euch gut? Ich werde es überleben. Aber das Schwert werde ich wohl eine Weile nicht mehr schwingen können. Oh, keine Sorge, Schwertkämpfer haben wir genug. Ein guter Herr ist da schon seltener. Wie zur Hölle haben Sie Ratzig erwischt? Ich kam nicht mal bis zum Tor. Er kämpfte gegen die Verstärkung, die aus der Burg kam. Wir müssen Herrn meinen Vater irgendwie retten. Genau wie auch meine Gattin. Und unser Zuhause. Mein Freund, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir sie belagern müssen. Nein. Nein, das wäre erst der letzte Ausweg. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Herr, wenn ein paar Männer nachts die westliche Mauer erklimmen könnten, gelingt es ihnen vielleicht, die Geiseln zu befreien und das Tor zu öffnen. Aber auch nur, sofern sie sie im Hof gefangen halten, wie wir es immer taten. Das ist sehr riskant. Was, wenn sie gesehen werden oder das Fallgatter nicht leise öffnen können? Herr Hanusch, wenn wir auch nur eine Geisel befreien können. Ein gefährliches Unterfangen. Wen würdet ihr schicken? Ich gehe.